Darknet, das ist doch Drogen, Waffen, Auftragsmord. Und das ist wirklich alles? Hi, mein Name ist Florian Prokop und wir schauen heute, ob das Darknet nicht besser ist als sein Ruf. Ein Darknet ist ein Netzwerk, auf das man nur mit Hilfe bestimmter Software zugreifen kann. Beispielsweise mit dem Tor-Browser. In diesem Netzwerk gibt es eine Reihe von Websites. Das sogenannte Dark Web. Es gibt übrigens nicht nur ein Darknet, sondern mehrere. Aber Achtung, das Dark Web ist nicht das Deep Web. Das wiederum sind Websites, die ihr nicht mit Suchmaschinen durchsuchen könnt, zum Beispiel Firmennetzwerke oder passwortgeschützte Seiten. Aber zurück zum Darknet. Wie funktioniert das eigentlich? Datenpakete werden im Dark Web mehrfach verschlüsselt und dann im Tor-Browser über mehrere zufällig ausgewählte Knotenpunkte verschickt. Solche Knotenpunkte gibt es bei Tor tausendfach. Das ist so ähnlich wie ein Brief, der in mehrere Umschläge verpackt wird und dann über Umwege zur Empfängerin oder zum Empfänger gelangt. Das sorgt dafür, dass nicht mehr nachvollziehbar ist, woher die Daten überhaupt kamen. Und so wird der Sendende geschützt. An jedem einzelnen Knotenpunkt wird eine Ebene der Verschlüsselung aufgehoben. Also wird quasi immer wieder ein Umschlag entfernt. Auf diese Weise werden dann die Empfangenden anonymisiert. Es stimmt schon, das Darknet wird für viele illegale Dinge genutzt. Aber es gibt noch viel mehr Gründe, warum Menschen ins Darknet gehen. Whistleblower, also Menschen, die Hinweise über gesellschaftliche und politische Missstände geben, die gehen oft große Gefahren ein, um Skandale aufzudecken. Edward Snowden zum Beispiel, der lebt seit seinen Enthüllungen in Russland und kann womöglich nie wieder nach Hause in die USA. Whistleblower wie Snowden haben im Darknet größere Chancen, unentdeckt zu bleiben. Auch Journalistinnen und Journalisten nutzen das Darknet. Dafür gibt es eine ganze Reihe an Tools, die extra dafür geschaffen wurden. Um keine Spuren zu hinterlassen, um zu verhindern, dass Behörden Recherchen nachverfolgen können oder um Quellen zu schützen, die ihren Job oder sogar ihr Leben riskieren. Ich bin Flo, Floriana Pagano. Ich arbeite für Access Now Helpline. Wir lösen Probleme, die es geben kann, zum Beispiel ein Computer, das mit Malware infiziert ist oder eine DDoS-Attacke oder ja, viele der Probleme, die mit dem Aktivismus in Diktaturen entstehen können. Also für meine Arbeit helfe ich den Leuten, die Darknet zu benutzen. Wir helfen ihnen vor allem in dieser Vorbeugungsarbeit eher als mit den Problemen. Wenn sie Probleme haben, dann ist Darknet und Anonymität im Allgemeinen wahrscheinlich nicht das erste Problem. Es kann lebensrettend werden, wenn wir unseren Kundinnen vorher erklären, wie sie zum Beispiel Tor Hidden Services benutzen können. Wir haben eine Anfrage von einer LGBTQ-Gruppe in Sudan bekommen, wo sie entschieden haben, dass sie ihr Forum für ihre Leserinnen nur durch einen Hidden Service wollten, um ihre Leserinnen zu schützen. Oft haben wir auch Gruppen geholfen von Journalistinnen oder von Gruppen gegen die Korruption, Whistleblowing-Plattformen zu installieren. Auch Medien sind im Darknet vertreten. Die New York Times und der britische Guardian zum Beispiel. Zu den Websites, die über den Tor-Browser am häufigsten aufgerufen werden, gehört übrigens Facebook. Über Tor können Menschen nämlich auch Seiten aufrufen, die in ihrem Land gesperrt sind. In China oder in Iran zum Beispiel. Das Darknet ist übrigens nicht annähernd so gigantisch, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Die Zahl der Seiten bei Tor liegt Untersuchungen zufolge zwischen 7.000 und 30.000 insgesamt. Mal zum Vergleich, weltweit gibt es über 1 Milliarde Websites. Privatsphäre, das ist eben auch, wenn ich mir aussuchen kann, was ich wo und wann veröffentliche und wer darauf zugreifen kann. Tools wie der Tor-Browser können uns dabei helfen. Das Darknet hat einen zweifelhaften Ruf. Trotzdem ist es durchaus sinnvoll. Ohne Überwachung kommunizieren zu können, das bedeutet Freiheit. Und die gilt es zu verteidigen, wenn wir weiter in einer Demokratie leben wollen.